Ich denke mal, viele von euch haben die Dahmer-Doku auf Netflix gesehen und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, wo ist eigentlich die Mutter von Jeffrey Dahmer und was ist eigentlich aus ihr geworden? Das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Als Jeffrey Dahmer im Jahr 1991 verhaftet wurde, weil er 17 Jungen und Männern schreckliche Dinge antat, bekamen auch seine Eltern den riesigen medialen Druck zu spüren. Zu dieser Zeit fragten sich viele Leute, ob es irgendetwas in Jeffrey Dahmers Vergangenheit gab, das ihn zu seinen schaurigen Taten gebracht hatte. Er wurde im Jahr 1992 zu 16 Mal lebenslänglich verurteilt. 2 Jahre später wurde er im Gefängnis von einem Mitinsassen getötet. Wer genau dieser Mitinsasse war und wo dieser jetzt steckt, könnt ihr übrigens in meinem letzten Video herausfinden. Im Jahr 1994 schrieb sein Vater Lionel ein Buch über die ganze Geschichte und wie sie sich in seinen Augen widerspiegelte. Seitdem ist er in mehreren Shows und Dokumentationen aufgetreten. Dahmers Mutter hingegen war eher mit sich selbst beschäftigt. Sein Vater schrieb in einem Buch, dass die beiden sich scheiden lassen haben, als Jeff noch ein Teenager war. Joyce Dahmer, die eigentlich Joyce Flint geboren wurde, hatte mit Depressionen und Psychosen zu kämpfen. Joyce wurden mehrere Medikamente und Morphium verschrieben, die ihren Zustand verbessern sollten. Während der chaotischen Scheidung der beiden ist Jeff bei seinem Vater und seiner Stiefmutter geblieben. Er fing an, viel Alkohol zu trinken und beging seinen ersten Mord im Jahr 1978, nicht mal ein Jahr nach der Scheidung seiner Eltern. Als Jeffrey Dahmer im Gefängnis saß, hielt seine Mutter den Kontakt stets aufrecht. Sie telefonierten wöchentlich und während einem Telefoninterview im Jahr 1995 sagte sie: "Wenn ich daran denke, was Jeff getan hat, bleibt mir der Atem stehen." Ich fragte ihn, ob er immer noch den Drang hat zu morden und er meinte: "Ja, und ich bin froh, eingesperrt worden zu sein. Ich glaube, wenn ich es nicht wäre, würde ich weiter morden." Seine Mutter war stets davon überzeugt, dass Jeff wahnsinnig sei. Sie sagte: "Milwaukee hat meinen Sohn zu einem Dämon gemacht. Sie haben ihn als voll zurechnungsfähig und nicht wahnsinnig eingestuft. Ich bezweifle gar nicht, dass seine Taten grauenvoll sind oder waren, aber die Leute hören nicht zu. Er wusste nicht, was er tat." He's not a monster, he's a human being. And I think he deserves some help. Obwohl Jeffrey seine Morde gestand, bekannte er sich zu Beginn für nicht schuldig. Später änderte er jedoch seine Aussage, bekannte sich den Morden für schuldig und plädierte darauf, wahnsinnig zu sein. Dies glaubten ihm die Geschworenen jedoch nicht und befanden ihn für nicht wahnsinnig. Im Jahr 1994, demselben Jahr, in dem Jeff Dahmer im Gefängnis getötet wurde, unternahm seine Mutter Joyce einen Selbstmordversuch. Sie wurde ohnmächtig zu Hause aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. 2 Jahre später beging sie einen weiteren Selbstmordversuch, gruseligerweise sogar an Jeffreys Geburtstag. Joyce blieb, was die Öffentlichkeit angeht, stets zurückhaltender. Ganz im Gegenteil zu Jeffrey Dahmers Vater. Sie lehnte Interviewanfragen ab, schrieb kein Buch oder ähnliches und sprach auch nie großartig über das Leben als Jeffrey Dahmers Mutter. Vor ihrem Tod bestand Joyce darauf, dass das Hirn ihres Sohnes für medizinische Zwecke gespendet werden soll, damit es untersucht werden kann. Sein Vater Lionel jedoch lehnte dies ab. Im Jahr 2000 starb Joyce, die mittlerweile wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte, im Alter von gerade einmal 64 Jahren an Brustkrebs. Vielen Dank fürs Anschauen. Schreibt mir doch jetzt bitte eure Meinung in die Kommentare und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!